In der Ausstellung, die wir heute hier eröffnen wollen, präsentieren wir Ihnen eine Künstlerin, die in ihrer chinesischen Heimat schon viele Ausstellungen auf Provinz- und Nationalebene gehabt hat. Ihr Name ist Xiaoping Su. An der Universität von Zhejiang, wenn ich das richtig ausspreche, studierte sie Kunst und Kunstpädagogik und nach Abschluss ihres Studiums war sie in Ningbo als Lehrerin tätig. Xiaoping Su lebt seit 2010 in Deutschland, genauer gesagt in Enger. Und sie hat seit dieser Zeit zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im Kreis Herford und hier auch in Lippe gehabt. Xiaoping Su ist künstlerisches Mitglied seit 2017 hier in unserer Künstlervereinigung und sie präsentiert heute ihre Ausstellung Die Zeit. Eine Einführung in ihre Bilderwelt gibt Ihnen nun Michael Hellwig. Carsten kennt mich gut genug, der weiß, dass ich nie was über Biografien erzähle, von daher hat er das dann die Lücke sozusagen gefüllt. Das ist dann mit Sicherheit ganz gut. Xiaoping Sus aktueller Ausstellungstitel, Die Zeit, ist im Grunde nicht so ganz ungefährlich, weil er zu stundenlangen philosophischen, lebenspraktischen und technischen Abschweifungen verleiten kann. Aber das würde Ihre und eure Zeit unverhältnismäßig in Anspruch nehmen und Zeit für eine intensive Auseinandersetzung mit Xiaoping Sus Bildern stehlen. Und um diese muss es natürlich heute gehen. Ganz ohne Abschweifung kriege ich das aber doch nicht hin. Denn Zeit ist etwas, das sich bewegt. Und Xiaoping Su als Malerin und Zeichnerin arbeitet mit einem eher unbeweglichen Medium. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit Zeit kann man sich eher in bewegten Bildern vorstellen und es gibt sie immer wieder. Das für mich spannendste Beispiel habe ich vor einigen Jahren auf der Biennale in Venedig gesehen von einem Künstler, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Der hatte für einen 24-stündigen Film, der auch 24 Stunden tatsächlich da auf der Biennale durchlief, kurze Sequenzen zahlreicher Spielfilme montiert, die einen Tag Minute für Minute ablaufen ließen. Stellen wir uns dann Zeit aber doch als Motiv für Gemälde vor, denken wir wahrscheinlich eher an Salvador Dalis fließende Uhren oder an Caravaggios Datumsbilder. Aber Xiaoping Su hat bei ihrer Arbeit und bei der Formulierung des Ausreihungsthemas offenbar ganz anders gedacht. Betrachtet man die Bilder, ist sofort festzustellen, dass die Mehrzahl Kinder und ältere bzw. alte Frauen zeigt. Die Kinder haben noch nicht viel erlebt, was sich in ihren Gesichtern zeigen könnte. Und vielleicht ist auch deshalb das, was Xiaoping Su an ihnen beeindruckt, die, wie sie es selbst nennt, Unschuld, die sich in den Kindergesichtern widerspiegelt. I need to make you see.
want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand.